Also ich würde es aber nicht so direkt als richtig... What the fuck ist das für eine Beschleunigung? Holy cow. Hui! Oh, voll eine Kurve lehnen. So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu GTA 5 Custom Maps. Heute mit einem Rückwärts-Quad-Grind. Also mit dem Grind halt rückwärts mit dem Quad. Sollte verständlich sein. Ja, wir gucken mal, wie die Map so ausschaut. Wir mal gucken, wie das so wird. Weil, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Okay, hier geht's ganz normal runter. What the fuck? Alter, ich bin perfekt drauf gelandet. Hallo. Perfekt ist was anderes, aber so halbwegs perfekt. Ich muss gucken, eigentlich müsste der Ton so passen. Wo muss ich hin? Muss ich jetzt... Ach so. Ah, so ist das gemeint. Ah, Alter, die Sirene regt aber auch auf, oder? Ist ja nervig mit der Sirene. So. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Ja, perfekt, perfekt. Na, was ist denn das für ein Grind, Mann? Ich dachte, ein Grind ist wirklich so richtig grinden, aber dann würde ich das einfach nur kurz runterfahren, sozusagen. Ey. Soll man da richtig rüberfahren? So richtig rüberballern oder was? So hier oder was? Ja, dass man hier runter grindet, richtig. Oh Mann, ey. Ich hab Vorstellungen. Aber wenigstens bleibt mal Radio so. Perfekt, perfekt! Bremsen! Ja, jetzt grinde ich hier nicht, aber da drüben hätte ich drauf gemusst. Jetzt bin ich hier hängen geblieben. Nice! Läuft bei mir. Mann, ey. Komm schon, Alter. Meine Fresse, ey. Ist ja schlimm, ey. Ja, nein. Ah, ich muss da schneller rüberfahren, dass ich da hinten reinkomme. Ich stell mir aber auch doof an und ich habe 2 Runden eingestellt. GG. Ja, das sieht gut aus. Ha, ich hab's. Nice. Ja, du machst gute Posen, Herr. Mal oben, mal unten sozusagen. Mal sitzt er, mal steht er. Richtig so, jetzt steht er wieder, genau. Alter, wenn ich jetzt runtergefallen wäre, ne? Ach, ich dachte, ich krieg den Punkt jetzt nicht, weil der irgendwie vielleicht woanders ist oder so. Toll! Der Punkt ist weiter links. Man denkt, man muss nach links springen, aber man muss geradeaus springen, dass man zu dem Punkt hinkommt. Das ist aber auch gerade so abgetimt. Jetzt wieder so? Och nee, oder? Ey, diese Sirene, ne? Komm, fahr! Ja! First try, Junge! Nice! Hui, 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 hui. Der geht zur Musik ab. Also jetzt funktioniert's. Also ich würde es aber nicht so direkt als richtig... What the fuck ist das für eine Beschleunigung? Holy cow. Hui! Oh, voll eine Kurve lehnen. Alter, ist das krank. Hui! Also ich muss sagen, ist für mich nicht so ein richtiger Grind, denn das ist für mich eher so Rutschen einfach nur, also... Eigentlich ist ja Grinden Rutschen, aber das ist einfach so richtig stinkt langweilig an sich, das Rutschen. Weil das müsste eigentlich richtig mit Speeds gehen, dass man vielleicht da mal ein bisschen verkackt oder so. Aber das ist ja so langsam, dass du da gar nicht verkacken kannst, wirklich. An der Decke fahren! Nice, Alter, ey, ich bin Profi. So, 2. Runde, nice! Das ist aber eigentlich ganz cool, die Map, muss man sagen.
Das ist keine schlechte Idee, aber man hätte vielleicht noch ein bisschen besser umsetzen können. Alleine mit der Auffahrt hier, das ist der letzte Rotz. Muss man einfach nur Glück haben. Easy. Easy, Alter. Das war richtig genial. Nimm mal rückwärts fahren eventuell. Komm, fahr, Mann. Bleib doch nicht da hängen, Alter. Nach vorne, nach hinten lehnen, passiert nichts. Außer, dass er sich so ganz leicht zappelt. Komm schon. Ich hab da immer richtig Schiss, dass sie sich auf Maul packt, ne? Ich weiß nicht wieso, aber ich hab da echt Schiss bei ihm gehabt wieder, ne? So, jetzt eine Kurve. Ja, dreh dich, du Kackding. Ich bin auch ein spazierender Fahrer gegen ihn. Nein, ich bin dumm. Ich hätte einfach nur ordentlich darauf haben müssen. Ey, diese Sirene geht ein dezent auf den Sack, ne? Aber nur dezent. Es ist so, als ob die ganze Zeit bloß ein Feueralarm neben einem wäre. Ist ja nichts. Falsche Mann. Ey, ich muss da perfekt gerade rauf fahren, aber ich krieg's nicht hin. Komm schon. Jetzt. Ey, komm schon. Komm schon. Zieh rauf da. Zieh rauf da, danke. War eher mit Glück verbunden. Aber hat geklappt. Aber erstmal sowas zu konzipieren, sag ich jetzt mal, dass sowas klappt an sich, ist ganz cool, die Idee dahinter. Man könnte es zwar noch ein bisschen besser umsetzen, dass es nicht so manchmal hackt oder so. Liegt aber, glaube ich, an GTA, weil drum wackt halt. Aber an sich ist die Map nicht schlecht. Jetzt voll rum hier. Oh, ja, easy. Full Speed. Der Quad kriegt aber echt Tempo rauf, ne? Das Quad kriegt richtig Tempo rauf. So, dann machen wir gleich nochmal schön hier an der Decke fahren. Lasst uns an der Decke fahren. Da la 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 la. Das macht ja so viel Spaß. Da la 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 la. Hui, Looping. Das musste jetzt einfach sein, ey. Ah, schön. Erster fertig, die Map. So, wir sehen uns gleich bei der zweiten Map wieder. Das war ja ein bisschen kurz, ne? Ich darf Sie somit herzlich begrüßen zum größten Wallraid in GTA. Das ist der größte Wallraid in GTA, den ich gefunden habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass er schwer wird, aber ich kann auch ganz gut mir vorstellen, dass er nicht so schwer wird, weil jetzt so eine fetter Wallraid ist. Okay, super, das freut mich. Das ist Gott sei Dank eine erfreuliche Nachricht, dass es nicht so krass schwer ist. Perfekt. Dann fahren wir den mal gucken, wie der so wirkt, weil das ist schon eine heftige Nummer, diese Sache hier. Soll ich hier rauffahren? Ey, das war mal mit Abstand die perfekteste Auffahrt ohne Führung. So gut werde ich es nie wieder hinbekommen, auch mit Führung nicht, glaube ich. Jedenfalls, ich bin mir da nicht sicher, aber ich schätze es mal. Alter, das wird lange dauern. Mal gucken, wie lange das dauert. Auf jeden Fall ist es ganz cool gemacht. Zwar ist es nicht so eben. Wow. Ernsthaft? Ernsthaft? Wow. Ernsthaft? Der Wallraid war ja richtig groß, Junge. Der krasseste Wallraid in GTA, Alter. 3 Sekunden später hat man ihn geschafft. Das überzeugt mich gerade nicht so wirklich. Das stimmt mich eher gerade traurig, weißt du? Ich freue mich so. Ja, endlich mal ein ordentlicher Wallraid. Ja, Mann. Und dann kommt so eine Scheiße dabei raus, Mann. Das sah sogar beim Bild sogar echt geil aus, weißt du? Das sieht so an sich auch mega geil aus, aber der müsste viel, viel länger sein. 1000-mal länger, wenn es der größte Wallraid in GTA sein würde. Meine Fresse, wie kann man das denn so nennen, ey? Ich verstehe das nicht. Der muss ja irgendwie ein bisschen Chips gegessen haben, ey. Also nichts gegen Chips essen oder so, nee, nee. Ich esse zwar selber Chips, aber auch bloß bestimmte Sorten. So 2 Sorten esse ich eigentlich nur. Einmal ist es so... Wie heißt denn das?
Nacho Cheese Chips und einmal Western Style. Ich hab die Aufwand wieder perfekt so hinbekommen. Ich dachte, der Warride ist riesig, aber dabei ist es so eine richtige Schande, Alter. Das ist so eine pure Enttäuschung, ey. Das ist so ein kleiner Hurensohn, der irgendwie bloß so Klicks abstauben will, sozusagen. Also so Spiel... So... wie sagt man denn? Gespielt halt. Also, dass er so wirklich so viele gespielt wie möglich abgreifen will und... Ja, einfach nur auf User aus ist, die wirklich denken, dass es der Größte ist wie ich. Das ist der Größte, das ist der größte Penis, ey. Der größte Schwanz, Alter. Ja, der größte Schwanz ist der Ersteller hier von Mann. Das ist ja erbärmlich, Junge. Ey, komm schon, Mann. Das ist doch keine Map. Das ist eine Map für Pussys, Alter. Aber doch keine Map für mich, Mann. Was ist das? Okay, dann wird's halt eine kurze Folge. Ist mir auch Rille, ey, Mann, ey. Das ist es halt so. Ist doch doof, ey. Das ist doch echt doof. Doof. Hättet ihr lieber gerne eine GTA... Custom Maps Folge am Montag? Oder hättet ihr lieber Lucky Wars oder Lucky Race oder so? Also Minecraft, ne? Müsst ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich denke mal eher, dass GTA gewinnt. Ich werde beides vorbereiten, weil ich ja übers Wochenende wieder weg bin. Und ja, ich werde beides vorbereiten. Müsst ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr mehr sehen wollt. Lasst ein Like da, falls euch dieses Video gefallen hat. Lasst ein Abo da, falls euch der Kanal gefällt. Falls ich euch gefalle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video morgen. Bis dann. Tschüss.